Der Mythos, dass Milch bei Erkältungen verschleimt, hält sich hartnäckig. Viele Menschen glauben, dass der Konsum von Milchprodukten die Symptome einer Erkältung verschlimmern kann. Doch was steckt wirklich dahinter? Tatsächlich enthält Milch Galactose, auch Schleimzucker genannt. Er ist zusammen mit Glucose, dem Traubenzucker, Teil des Milchzuckers Laktose. Galactose hat jedoch keinen Einfluss auf die Schleimbildung im Körper. Der Name Schleimzucker kommt daher, dass Galactose im menschlichen Körper am Aufbau der Schleimhäute beteiligt ist. Studien zeigen, dass der Konsum von Milch bei Erkältung unbedenklich ist. Milch liefert wichtige Nährstoffe und kann sogar helfen, den Körper zu stärken. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Milch die Schleimproduktion erhöht. Daher ist es nicht notwendig, auf Milchprodukte zu verzichten, wenn man erkältet ist. Ganz im Gegenteil, bei Halsschmerzen rät ein altes Hausmittel zu warmer Milch mit Honig. Die Honigmilch soll dabei die Rachenschleimhaut beruhigen und sogar leicht schleimlösend wirken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Einfluss von Milch auf die Einnahme von Medikamenten. Einige Medikamente, zum Beispiel manche Antibiotika, können ihre Wirkung verlieren, wenn sie in zeitlicher Nähe mit Milch oder Milchprodukten eingenommen werden. Daher ist es ratsam, den Beipackzettel genau zu lesen und gegebenenfalls Rücksprache in der Arztpraxis oder der Apotheke zu halten. Tabletten jeglicher Art sollten prinzipiell immer mit Leitungswasser eingenommen werden.